Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Divinity Original Sin 2. Das habe ich verkackt. Dass die auch immer hierher laufen muss. Blöde Inkarnation, ich muss es glaube ich echt so machen. Da warte ich jetzt kurz, bis sie fertig ist. Ist echt scheiße, dass die Inkarnation im kolossale Champion Inkarnation. Warten wir noch kurz. So, bis es ungefähr auf 4 ist, damit ich das Vieh gleich wieder beschwören kann. Wird eh nicht lange leben. So. Muss mal gucken. Wieso hat denn das Holztotem jetzt nichts gemacht? Toll. Das Spiel ist auch unglaublich von Zufällen teilweise abhängig. Der macht nichts. Je länger sie brauchen, umso besser für mich. Ich krieg gar keinen Schaden. Bin fast da genug dran. Nee, das ist nicht so weit. Ach, sehr schön. Ach, super. Dann hat er die jetzt nämlich schon verschwendet. Das ist wirklich super gelaufen gerade. Warte mal. Ich überlege gerade, ob ich das separat speichere mal. Ist das ein Fleischgolem? Okay. Die Inkarnation kann ich ja problemlos wieder löschen. Na, macht nichts. Guck mal, dass du die Alte hier tötest. Ich
Nicht so wild. Naja, auf die kannst du es einsetzen. Gut, wenn die hier hochkommt. Wie viele Punkte haben die denn teilweise? Gehen wir dahin. Okay, Bestie, kommst du an den ran? Sehr schön. Der rote Prinz kommt gleich hinterher. Ich glaube, da mache ich gleich meine Verwesung, einen Verwesungsangriff. Da warte ich noch kurz. Noch. Das finde ich echt scheiße, dass das auf den. Warum wirkt das auf den eigentlich nicht? Das kapiere ich nicht. 20%. Auch gut. Das hält er aus. Er kann gleich mal eine Giftflasche unter sich werfen. So, roter Prinz. Du brauchst das tatsächlich ein bisschen. Schön, dass du das Holztotem. Buffst. Okay, Bestie. Draufhauen. Die muss jetzt weg. Oh, gut, das Ding ist noch drin. Hä? Manchmal verstehe ich nicht, warum der. Den Wechsel verstehe ich manchmal überhaupt nicht. Okay, die ist es dann, dann belade ich das Ding mal. Das hat ja sehr viel gebracht.
28, das heißt, sie müsste drauf gehen, rein theoretisch. Auch das sind. Moment. Oh, schon wieder eingefroren. Ich habe vorhin mal getestet und es passiert immer dasselbe. Ständig passiert irgend sowas richtig abartig Negatives. Das ist schon zum Kotzen teilweise. Moment, es ist nicht miteinander verbunden. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, das wäre nicht gut. Ich zünd jetzt trotzdem mal an. Hat die leider nicht aufgetaut. Ah, jetzt geht er los. Die müsste rein theoretisch drauf gehen jetzt. Der brennt jetzt, oder? Na, ist ja egal. Bumm. Da unten ist noch ein bisschen. Hält ich das noch durch? Ah, es wird langsam kritisch für sie. Okay. Ach, du stehst hier. Frage ist, wen mache ich jetzt mit? Mit wem mache ich jetzt was? I'll yield to none. Oh. Warte mal, kommt hier. Hält das noch? Talamon muss abhauen. Wir hatten der noch, ach, der hat so viel.
Okay, da ist eigentlich auf den Ack. Wie gut, dass der noch lebt. Je länger der durchhält, umso besser tatsächlich. Das hat überhaupt nichts gebracht, oder? Das war richtig. Okay, hat nicht viel gebracht. Der hat noch viel zu viel, als dass das hier aktiv richtig nutzbar wäre alles. Ja, so ein Mist. Es werden aber langsam weniger Gegner. Nein, greift doch den Asche oben an, obwohl andererseits der ist auch scheiße schwer. Das könnte tatsächlich richtig hilfreich sein jetzt. Sehr gut. Wenn der rote Prinz jetzt rankommt, kann ich ihn fertig machen. Ja, so allerdings nicht. Mann, wir hatten ja noch. Ich habe noch eins drauf. Ich verpiss mich mal. Nicht auf den. Ist es okay. Ach, das ist diese gleiche Fähigkeit, die der Typ Dings hat. Frage ist, er steht hier. Es kann doch sein, dass er da runterläuft. Außer ich laufe Richtung hier hoch. Dann müssen wir rein theoretisch folgen. Er läuft trotzdem unten lang. Mieser Arsch. Er hat keine Rüstung mehr, das heißt, das müsste ganz gut funktionieren, so.
Ah, ich wollte gerade sagen, das müsste schießen können. Wie viel hat das noch? Nicht mehr so viel. Das ziehe ich jetzt so durch. Ich hoffe, die können jetzt schießen, wenn er da hochgeht. Ich habe schon damit gerechnet, dass er da hochgeht. Der hat aber auch ein paar fiese Fähigkeiten. Sehr schön. Kann das Vieh ausbluten oder nicht? Ich weiß es nicht. Ach, Dreck. Naja. Nächste Runde kann ich mir noch eine Inkarnation holen. Das Ding ist geschossen oder nicht? Nein! Oh, Gott sei Dank! Wieso ist der jetzt wieder dran? Oh Mann, jetzt verliere ich trotzdem noch. Ach komm schon. Dass es dann manchmal auch immer wieder noch wechselt. Ey, ich hätte fast gewonnen. Das gibt's doch nicht, das war der letzte. Und das meine ich, dass die Kerle halt manchmal dann plötzlich Sachen macht, die ich nicht unbedingt... Dass sie dich halt quasi austariert so richtig übel. Oder dass du eigentlich dran wärst, aber dann bist du plötzlich nicht mehr dran. Das hängt wahrscheinlich mit dem Verletzungsgrad zusammen, aber es ist trotzdem mitunter zum Kotzen. So. Wo waren wir hier stehen geblieben? Die sind verliebt, okay. Richtig. Ich setze die Inkarnation mal jetzt dahin, dann kann ich die beide... Moment. Ich musste die Machtdurchtränkung machen, sonst ging das, glaube ich, nicht. Blockiert hier am Arsch. So, ich gebe ich. Oh, die hat ganz schön was aus, so. Und sie ist kaputt. Gut, wenn die gleich wieder hochgeht, baue ich das gleiche Spiel nochmal, dass ich die... ...direkt umlege. Bestie. Bitte töte diese Frau. Ja! Na, diese scheiß Zufallsereignisse. Ist okay, wenn sie die angreifen.
Jetzt wird es langsam lächerlich. Och, die hat... Hä? Ach, versteinert läuft die magische Rüstung. Ich bin so dumm. Ja, okay, das versau ich gerade selber. Hä? Okay. Ey, der verfehlt, der hat jetzt schon dreimal hintereinander 3 von 4 Schlägen verfehlt. Ich muss mal gucken, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Steht leider nicht da. Oh, der Arsch kommt her. Also bitte! Das ist die ganzen Male bisher nicht passiert und jetzt passiert es gerade ständig? Es ist fast nie passiert. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ununterbrochen passiert? Nee, weißt du was, das sehe ich jetzt irgendwie nicht ein. Alles geht plötzlich schief? Bei einer Wahrscheinlichkeit von vielleicht maximal 20% halte ich für unwahrscheinlich. Ich habe vorhin mal eine Aufnahme gemacht, da ist es wirklich ständig sowas passiert. Alles, was irgendwie nur maximal schief gehen konnte, ist automatisch irgendwie schief gegangen. Da habe ich auch gedacht, was für eine Wichse ist das denn? Und ja, das habe ich dann irgendwie nicht eingesehen. Das kann mal passieren, dass jetzt mal was schief läuft. Aber wenn dann ständig alle möglichen Sachen schief laufen, das finde ich dann schon ein bisschen scheiße. Das ist auch so eine Sache, du kannst halt nie bestimmen, wohin die gehen. Da kannst du auch richtig Glück haben und auch richtig Pech. Was die halt angreifen. Ich bin ja froh, dass er seine Granate da oben schon reingeschmissen hat. Ui, diesmal hat sofort getötet. Okay, Talamon. Oh, ist ein Holztotem geworden. Hoppla. Das war eigentlich nicht meine Intention, aber egal. Ach ja. Von mir aus. Warum macht er das überhaupt? Wieso sind die jetzt schon wieder dran? Ich möchte festhalten, Bestie war noch nicht einmal dran gerade. Das ist auch wieder. Das ist schon wieder sowas Komisches. Einfach zweimal dran.
Okay, Fane. Ah, verdammt, ich hätte wegteleportieren müssen. Talamon muss ich jetzt mal zurückziehen. Von mir aus, das kostet ihn halt Zeit. Okay. Reicht leider noch nicht. Wie kann denn das daneben gehen? Die ist versteinert, verflucht. Geht bald drauf. Unterbrochen. Moment, das hatte ich gerade angegriffen. Ach so, die hat ihm geholfen, ich verstehe. Blöde Hühnchen. Aber das ist eigentlich ganz gut. Kann die Alte jetzt mal drauf gehen, bitte? Okay, das sollte reichen. Die macht trotzdem...
Okay, es ging daneben. Gott sei Dank. Du müsstest eigentlich bei der nächsten Runde sterben. Naja, mein Gott, das kann ich jetzt nicht verhindern. Darf ich dann nicht durchlaufen? Der dürfte eigentlich auch nicht mehr so viel erreichen. Na, mach. Ist tot, noch einer ist tot. Den muss Bestie jetzt platt machen. So, jetzt muss ich auch irgendwas machen, was mich schützt. Keine Ahnung was. Oh, okay, das überrascht mich, dass es den angegriffen hat. Ja, greift den roten Prinz an, der hält das aus. Das Vieh. Ansonsten sind wir allein, habe ich das Gefühl. Schockierend! Guck mal, ob ich vielleicht doch wegkomme. Ist nicht so wild. Oh. Schon mal erwähnt, dass mir das auf den Sack geht. Guck mal, dass ich erstmal weglaufe. Von mir aus. Ja, das löst sich einfach auf. Sehr schön.
Kann ich dich irgendwo hin teleportieren, wo es unangenehm ist? Beispiel dieses Gift da. Hat das überhaupt gerade... konnte man die da nicht schießen oder was? Er muss kämpfen. Von mir aus. Mach das ruhig so weiter. Und habe ich nicht noch ein Abendessen irgendwo? Das tut's auch. Muss sehr flüssig sein, wie es klingt. Von mir aus, die Inkarnation ist nicht ganz so wichtig. Ich muss mich jetzt verpissen. Oh, das überrascht mich. Ich hätte nicht gedacht, dass es angreifen kann. Nicht auf den hin. Aber wartet mal. Wenn ich dich jetzt am Leben erhalten kann. Wie brauche ich, um da hochzukommen? 3. Könnte ausreichend sein, dass ich ihn umwerfe. Der hat keine physische Rüstung mehr. Ja. Wieso schießen die denn alle nicht? Die haben... Die können unmöglich keiner... Geh schon drauf. Salomon. Geht mir so langsam richtig auf den Sack. Da. Hätte auch klappen können. Okay, jetzt habe ich übrigens Reichweite auf ihn. Hoffe ich doch. Ach, schade. Alles, was mich ein bisschen am Leben hält. Sehr schön, jetzt geht er langsam zu Boden. Wieso ist denn der? Der war doch gerade nicht dran. Wieso ist der jetzt plötzlich dran? Das wüsste ich gern.
Ich habe ihn sogar noch wegteleportiert, was ihn eigentlich hätte langsamer machen müssen. Kann mir jemand erzählen, was es will? Das Spiel ist eindeutig gegen mich. In mancher Hinsicht. Ich muss noch ein bisschen was essen. Aufheben. Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt kann ich auch die Inkarnation wieder machen. Jetzt schaffen wir es sogar mal. Ich hätte es nicht gedacht, wir schaffen diesen Kampf endlich. Außer, jetzt passiert wieder was ganz Doofes. Zutrauen würdig zum Spiel. Oh, endlich. Da ist nichts drin. Das wäre ein Kampf. Was ist das? Malachit? Kenne ich nur aus den Zwergenromanen tatsächlich. Keuschheit, Abstinenz. Oh, eine Schriftrolle der Wiederbelebung. Noch irgendwo einer? Nee, und die Frage ist, wen beleben wir wieder? Die Echse. Aber ich kann sogar beide wieder überleben, was gut ist. Ey, endlich mal Fortschritt! Umswitchen. Hallo. Jetzt. Oh ja, auf keinen Fall auf ihn. Das muss ich jetzt auf jeden Fall speichern, aber wow, was für ein Kampf, ey. Ist das wirklich die 11? Ach, keine Ahnung. Guck mal, was ist. Wartet. Was kann die so? Sich beschleunigen. Oh, du miese Bitch.
Geh mal da rein. Ach so. Dein Kampf war das nicht, verstehe. Immerhin ein bisschen Erfahrung. Han. Was clear. That's what the log said, sir. And that one's all for us to bear. Well, the log was wrong, you idiot. I hope for your sake no one will miss him. Warum bedroht ihr das Kind, ja? Strictly a divine order matter. Very, very strictly. Oh, interessant. Warum man ja. Sehr starke Inkarnation wieder. Das springende Schild ist schon scheiße nervig. Warte mal ab, was die machen. Bring das Schild. Ja. Auf Fane. Klau. Autsch. Fane. Kann man eigentlich echt missbrauchen, diese Mechanik, oder? Lalalala. Irgendwie ist Fane mir nicht so die Hilfe. Das Problem ist halt, dass der auch durch Heilung Schaden kriegt. Was greift ihr an? Naja, von mir aus. Das würde ich nicht retten. Ja, ein Glück. Magische Rüstung.
Verpiss dich. Ah, das Kind hat Angst, okay. Wie gesagt, wie so ein kleiner Imp klingt allein schon. Man kriegt die auf die Fresse. Ah, das war ein guter Zug. Aber ihr seid nicht gewachsen. Nee, ist zu weit weg. Ah, okay. Stand ja eigentlich auch da. Ja, ich dachte, er macht einen Wirbelwind. Ui. Welche überraschende Handlung. Ach Mist. Ach, was soll's. Kann ich so nicht vergiften? Eben das. Versuch dich doch mal zu heilen. Der die Kiste kaputt gemacht, der Arsch. Gut. Ich muss ein paar Sachen auf jeden Fall umswitchen. Weil die ganzen Eimer an Fame. Das hat mich gerade irgendwie ein bisschen erschreckt, wenn ich ehrlich bin. Immer noch überladen. Hat das auch Gewicht? Ne. Warte mal. Ja, ist aber tatsächlich schlechter. Ah ja. Das hier. Gefällt mir besser als diese Lanze.
Talamon ist jedermann. Lag gerade irgendwo Käse. Viele Möglichkeiten, es gibt hier rauszukommen. Ich glaube aber, ich gehe durch den Sumpf. The boy stands back from you, steady eyes narrowed in a wary stare. Who are you? Ich muss hier weg. Ich suche einen Freund. I'm Han. So, you help me out just there and I'd like to return the favor. I've a boat here with plenty of room. Let's go. I owe you. Okay, dann. Warte mal, hast du überhaupt was zum Handeln? We've got to get out of here. The sooner the better. Just jump in the boat when you're ready. Nicht wirklich. Ich speichere mal kurz, weil ich will eigentlich durch den Sumpf gehen tatsächlich. We've got to get out of here. The sturdy raft bobs in the canal's gentle current. We made it out. Good. Better get a move. He shrugs. Maybe you want. I've got some. Oh, I don't know what that really means. They're kind though. Ah ja. Bin ich einfach noch hinter der Freudenfeste. Wahrscheinlich komme ich durch den Abwasserkanal auch einfach hinter die Freudenfeste. Okay, es ist schon echt spät. Es ist viel zu spät eigentlich schon. Ich gehe jetzt noch rüber durch den Abwasserkanal, dann machen wir beim nächsten Mal da weiter. Ich habe alle bis auf die Quellenhunde getötet tatsächlich. Oh, wisst ihr was? Lass die Quellenhunde einfach. Selbst wenn sie jetzt verletzt werden. Okay, der hat am wenigsten magische Rüstung, wie mir scheint. Und wir stinken wieder. Okay, ich will mich bloß noch mal kurz umsehen hier. Ah, das war der Weg, den wir freigeschaltet haben. Das war der andere Weg. Okay. Dann ist hier unten bestimmt irgendwo der Strand, würde ich sagen. Hier ist der Strand, genau.
Warum sind die Fässer alle leer? Brauchen Händler. Oh, eine Harpune. Schadkoralle. Oder die Schadkoralle, je nachdem. Wo zur Hölle sind wir hier? Da war noch Wasser, da liegen Tote. Tote Magister sind entweder ein gutes oder ein schlechtes Zeichen. Aber sie sind ein Zeichen. Ach, das sind die, von diesen Korallen habe ich doch schon gelesen. Dann machen wir einfach mal beim nächsten Mal hier weiter. Die müsste gegen Wasser Probleme kriegen. Die hat Resistenz gegen alles. Die auch? Das ist natürlich Stichschaden auch. Also es gibt noch Möglichkeiten rein theoretisch, wie man das machen kann. Dass man die verletzt, aber... Ich weiß nicht, ob ich die hab. Kann ich da lang? Seestern ist sogar viel wert. Egal, da würde ich sagen, das war Let's Play Divinity Original Sin für heute. Ich sage Ciao mit Lichtlein TV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute. Wenn wir dann endlich mal vorwärts kommen. Welches Level haben wir eigentlich? 5, oder? Ja, sind wir bald 6.